Ja, Christian Gross, der erste grosse Trainer vom FC Wil, hat verantwortlich für den ganzen Aufstieg von der Zweitliga, Erstliga bis in die Nazi B. Der hat die Mannschaft zusammengeformt, wirklich von Grund auf, und dann durchgezogen hat bis in die Nazi B. Ja, Marcel Koller, erste Trainerstation FC Wil. Top Arbeit geleistet, Top-Spieler rausgebracht und nachher alle zusammen auf St. Gallen aufgegangen. Ja. Ja, der Maurizio Jakobacci war zweimal bei uns, ein temperamentvoller Trainer und hat auch hier hervorragend zu uns gepasst. Martin Andermatt war bei uns, wo wir noch Super League waren, hat man mit seiner Erfahrung eigentlich die Liga heben, ist dann leider nicht ganz so rausgekommen. Ja, der Uli Forte, von Red Star zum FC Wil gekommen, mit seinen Ideen, mit seinem Esprit, mit seinem Temperament, auch super Mannschaft zusammengeformt und auch sehr erfolgreich war beim FC Wil. Ja, der Axel Thoma, am längsten bei uns als Trainer, 2007 bis 2014, hat sehr viel erlebt, hat sehr viel Erfolg gehabt. Auch richtige Cup-Fights hat er angelegt mit der Mannschaft jeweils. Ja, grosser Trainer auch. Ja, der Hans-Peter Latour natürlich als Mensch, eine Legende und ja, immer top seriös und top aufgestellt. Ja. Ja, der Michel Renkli, heute Fernsehexperte. Und dort mal Cup-Sieger mit dem FC Wil, super Spieler gewesen, super Mensch auch gewesen, ja. Ja, der Fabinho ist Legende im FC Wil, zwei Penalty im Cup-Final 2004 versenkt und ja, immer als Mensch hervorragend alles gegeben, bis heute auch als U20 Trainer, ein ganz toller Mensch. Der Felix Mordecou, legendär, seine Goal gegen den FC St. Gallen in dem legendären Spiel 2002. Und er war auch sehr lange bei uns als Stürmer, brandgefährlich und ja, Goalgetter. Ja, der Mauro Lustenelli hat den Knopf aufgetan bei uns zu Wil. Er ist durchgestartet, 3 Jahre lang bei uns gespielt, ein super Match gemacht, nachher zu tun können und dort die Champions League gespielt. Heute U21 Nationaltrainer, macht uns natürlich auch mächtig stolz, dass wir so einen rausgebracht haben. Mauro ist ganz ein toller Mensch. Ja, schon wieder ein Fernsehexperte, den wir hier rausgebracht haben mit dem Philipp. Der hat bei uns angefangen hinten rein und hat es nachher nach dem Cup-Sieg weitergebracht zum FC St. Gallen und hat schöne Stationen und eine lange Karriere auch gehabt. Mögen wir ihm sehr gönnen. Ja, der Daniel Loppa ist natürlich legendär im Cup-Finale reingekommen, als 17-Jähriger. Nicola Böhne ausgefallen und hat nachher dort seine Karriere lanciert, auch später. Ganz treue U-Lang beim FC St. Gallen und heute zu Australien am Jutten. All the best, Dani. Ja, Telsi bis zum heutigen Zeitpunkt beim FC Aarau immer noch Profifußballer, aber von uns nachher weitergegangen Richtung Fulham und Sion etc. auch eine grosse Karriere gemacht. Ja, beim Stipe gibt es viel zu sagen. Das war eigentlich eine der Vaterfiguren in der Mannschaft. Hinein stabilisiert, ist von uns weg zum FC Thun. St. Galler wollte er nicht. Nachher hat er mit Thun St. Gallen oben beweisen, wann er kann. Ja, Adrian Winter auch ein riesen Talent, sehr schnell am Ball und so. Und ja, haben wir gewusst, den können wir nicht lange heben beim FC Wil. Ist dann auch weitergegangen, FC Zürich und auch bis auf Amerika als Profi. Ja, der Jérôme auch als junger Spieler schon sehr stabil gespielt und zuverlässiger Spieler war. Ist von uns nachher zum FC Luzern. Noch auf Amerika und spielt immer noch als Profi beim FC Aarau. Ja, Adis Jaovic, ein Goalgetter, wie man sich nur wünschen kann. Oder? Der hat aus null Chancen hat einmal Goal gemacht. Da war relativ schnell klar gewesen. Das war bei uns 2 Jahre, gewesen, dass er weitergeht. Zürich. Und bis heute spielt er noch als Profi in der türkischen Super League und macht jedes Wochenende noch seine Karriere. Ja, ist ein Phänomen, ja. Dario Lissano, ganz eine interessante Personalie, als 17-Jähriger zum FC Wil gekommen, aus dem Urwald, wirklich aus dem Urwald und hat sich da entwickelt als junger Spieler, ist zum Profi geworden und hat nachher seinen Weg gemacht bis in die Bundesliga auf Ingolstadt. Ja, der Pamadou Djen ist auch hier angekommen, ist ein riesen Apparat und ja, Zweikämpfe musst du nicht wollen gegen den gewinnen. Auf dem Bild sehen wir gerade bei dem Club, wo er jetzt spielt, beim FCZ. Also freue mich sehr, dass er immer noch Profikarriere hat und hat auch einen grossen Weg gemacht mit Sion etc. Am FC Wil war es vorbehalten, der Schlusspunkt in der grossen Karriere von Johann von Lanten
sein. Und während der türkischen Ära hat er bei uns da noch gespielt, 2016 bis 2018. Ein riesen Fußballer natürlich gewesen, der jüngste Nationalspieler, den die Schweiz hatte bis jetzt. Jawohl. Ja, der Egemen Korkmaz war natürlich auch im Zusammenhang mit den türkischen Investoren da gewesen, aber er als Mensch, als Person war ganz grandios gewesen, ein hervorragender Sportler, ein hervorragender Fußballer, immer top eingestellt und ja, ein sehr guter Mensch auch. Ja. Beim Fabian Schär lange dreht die Zeit nicht, da gibt es so viel zu sagen. Das ist jetzt wirklich ein Weiler-Bub, der aus der Weiler-Jugend alles geschafft hat, was man kann. Spielt in der Premier League, ist Nationalspieler, ist Zuverlässigkeit die Person, der hat eine riesen Entwicklung gemacht und hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag. Sandro Lombardi ist ein riesen Spieler, eine riesen Lunge, was der eins marschiert, ist ja letztes wieder Spiel gesehen gegen Basel im Göpp, wo er das Goal macht. 8 Jahre war er bei uns, hat immer alles gegeben für den Verein, also da kann man nur den Chapeau ziehen. Ganz ein grosser Spieler gewesen, wir sind stolz, dass er unser Captain war, ja. Das Gleiche kann man sicher auch von Marco Muslin sagen, auch ein riesen Captain für uns, ein Vorbild, ein Kämpfer, eben so einen, den wir brauchen, um den Jungen zu zeigen, was Profifußball bedeutet. Immer alles geben, immer alles versuchen. Und das sind Vorbild, meiner Meinung nach.